Hallo Wil, sagen wir heute aus der Schreinerei Faust hier in Wil am Gammakreisel. Wir sind aus einem ganz speziellen Grund hier, weil die Schreinerei Faust mitgemacht hat bei der Sendung «Die Höhle der Löwen». Und siehe da, sie haben 200'000 Franken gewonnen, wie man am Fernsehen sehen konnte. Für uns Grund genug, um hier bei der Schreinerei Faust einmal nachzuschauen, was denn das ist, das Produkt Ecoleo, von dem es seit 200'000 Franken gegeben hat. Und jetzt bei mir für das Gespräch sind der Markus Faust, der Inhaber von der Schreinerei Faust, und der Serge Eckler, Projektleiter vom Ecoleo. Markus, sag mal, warum haben Sie überhaupt mitgemacht bei dem Fernsehformat? Ich bin ein Fan von dieser Sendung von Deutschland, habe ich ab und zu geschaut. Ich bin mal aufmerksam geworden durch einen Freund auf da. Und er hat mir gesagt, komm, mach doch da mal mit Ecoleo. Da hat eigentlich das Zeug für die Sendung. Und wo wir dann erfahren, dass die Sendung in die Schweiz kommt, haben wir uns beworben. Und uns gibt es sicher eine gute Chance, um ein bisschen Bekanntheit erlangen über die Region aus, in die ganze Deutschschweiz. Weil für da ist eigentlich ecoleo.ch prädestiniert. Serge, bei so Fernsehformat fragt man sich auch immer, wie viel ist denn da echt und wie viel ist gespielt? Sag uns das. Also es ist eigentlich so, man muss ein 3-minütiges Skript vorbereiten, also ein Pitch eigentlich, den man vorbereitet tut. Und der ist eigentlich alles so, wie es kommt, oder? Also es ist nichts, man hat keine Vorgaben bekommen, man hat einen Versuch gehabt zum Aufnehmen. Ist in ein Fernsehstudio reingelaufen, man hat nicht gewusst, was gefragt wird. Die Leute haben nicht gewusst, wer kommt. Also sie sind eigentlich auch wie Vorsteller und Bank dann nachher. Und müssen dann eigentlich in den Verhandlungen, in den Fragen, die man dann eigentlich drin macht, müssen eigentlich beide Parteien dann eigentlich so entscheiden. Genau, also es ist nichts irgendwie vorgegeben. Das hat mich selber noch verwundert. Ja. Erzähl uns, was genau ist Ecoleo? Ecoleo sagt eigentlich den einen Satz sehr gut. Massmöbel in 5 Tagen zum Online-Preis. Das ist eigentlich die Idee, dass der Kunde zu Hause auf dem Sofa sein Möbel selber designt oder seinen Schrank und nachher am folgenden Freitag in 5 Tagen eigentlich zu Hause hat. Und selber kann aufbauen oder kann es montieren lassen, je nachdem, was er will, was für ein Dienstleistungspaket das er annehmen will. Es ist ja so, Markus, dass er mit dem Ecoleo auch tiefere Preise anbieten könnt als bei der herkömmlichen Schreinerei. Könnt ihr euch da nicht selber angreifen? Nein, wir denken, es ist das Gegenteil der Fall. Ecoleo und Schreinerei Faust sich gegenseitig befruchten. Die tieferen Preise können wir nur darum anbieten, weil wir die Kunden befähigen, um gewisse Arbeiten selber zu erledigen. Die ganze Entwurfsphase, die Planung, das Design, das Bestellen, die Rechnung sich selber schreiben, das macht der Kunde selber, indem er es bestellt. Aber nachher kann das Möbel selber abholen und selber aufbauen. Er kann aber auch alle die Dienstleistungen in einem speziellen Servicepaket, das für ihn passt, kann er selber für sich die Optionen wählen und zum Beispiel auch die Möbel liefern lassen, wenn er will. Dann zahlt er natürlich auch wieder mehr. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben bei Ecoleo bestellt und dann gleichzeitig in der Schreinerei und umgekehrt. Also das ist eigentlich nur ein Gewinn für uns. Apropos Gewinn, sind da eben 200'000 Franken, wie wir im Fernsehen gesehen haben. Was machen wir mit dem Geld? Investieren. Es ist für die Zukunft gedacht. Das Produkt entwickelt ist es, das haben wir selber finanziert. Wir würden es einsetzen für Marketing, verteilt auf die nächste Zeit. Es ist ja so, dass Tobias Reichmuth ausgestiegen ist, obwohl man das im Fernsehen anders gesehen hat, jetzt im Nachhinein. Was ist da passiert? Also es ist so, dass wir eigentlich unterschiedliche Vorstellungen hatten zu der Struktur von Ecoleo, also im Grundaufbau. Und da ist eigentlich so, dass man sich gegenseitig, eigentlich im gegenseitigen Einverständnis, wirklich dass da die Wege getrennt haben. Und was bedeutet das finanziell? Ist es da weniger Geld? Also wir haben eigentlich 2/3 von der Summe und auch 2/3 von der Anteile. Sind ja 2 von 3 sind noch dabei. Und mit denen sind wir vollumfänglich zufrieden. Also wir sind auf Augenhöhe. Und wir haben da mit beiden können wirklich einen Vertrag unterschreiben, der zu allen Parteien passt. Markus, was muss passieren, dass das Projekt, das wir da bei der Fernsehshow gemacht haben, dass das ein Erfolg ist? Solid arbeiten die nächsten Jahre. Wir erwarten keinen Höhenflug, das muss auch nicht sein. Wir wollen da als Ergänzung sehen zum herkömmlichen, traditionellen Geschäft. Wir setzen weiterhin ganz fest auf Handwerk, auf Lehrlingsausbildung. Das ist unsere Herkunft, das ist unser Fundament.
und versprechen wir unseren Kunden, dann machen wir weiterhin. Wenn vielleicht in 2, 3 oder 4 Jahren eine Sendung stattfinden würde, dass die Höhle der Löwen zurückschauen würde, was ist denn mit den ersten Startups passiert, dann wären wir stolz und wir können sagen, Ecoleo hat sich noch solid entwickelt.